Hallo und herzlich willkommen zum Kaffeeklatsch. Wenn ich dieses Video drehe, ist noch über eine Woche Zeit bis Ostern. Aber wenn ihr es seht, haben wir Ostersonntag. Und für alle, die feiern und für alle, die nicht feiern, ich wünsche euch frohe Ostern. Und egal, ob dieser Tag für euch was Besonderes ist oder nicht, ich wünsche euch, dass ihr euch heute besonders fühlt. So. Ostern ist bei uns in der Familie nichts, was wir riesengroß feiern, aber wir sitzen doch zusammen und erzählen und kochen was Schönes und wie wir Norddeutsche sind, essen eben viel. Und viele trinken Alkohol, was immer ein Garant dafür ist, dass wir Spaß haben. Ich wünschte, ich wäre jetzt so cool und hätte tolle Anekdoten wie unser Busfahrer in Irland, der irgendwie meinte, ja, es wäre ein totales Gerücht, dass alle Iren so wahnsinnig versoffen wären. Und es folgt dann 2 Stunden, in denen er seine Saufgeschichten erzählt hat. Ich mag diesen Feiertag, aber er ist jetzt nicht so besonders für mich wie Weihnachten zum Beispiel. So, genug Klischee in die Gruppe gestreut. Ich hatte höchstwahrscheinlich, vermute ich, eine schöne Woche. Auf jeden Fall freue ich mich jetzt in der Vergangenheit. Die Vergangenheits-Ella freut sich auf die Zukunft, also auf... Ja, die erste Frage heute kommt von Jeannie. Hello. Und sie schreibt, Hi Ella, ich habe 2 beste Freundinnen. Sie sind beide sehr lieb und ich will sie nicht verlieren. Freundin 1 sagt aber, dass eine Dreierfreundschaft nicht funktioniert. Doch dann ist das Problem, dass ich beide sehr gern mag und ich will mit beiden befreundet sein. Und Freundin 2 nicht ausschließen. Freundin 1 macht im Moment sehr viel mit mir und Freundin 2 ist eine eher ruhige Person. Sie macht zwar nicht so viel mit mir, aber sie gibt mir immer Mut, um weiterzumachen, egal wie schwer es ist. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Mein Herz sagt es mir auch nicht. Was soll ich jetzt tun, damit ich mit beiden befreundet sein kann und die andere jeweils nicht ausschließe? Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich das richtig durchsteige. Ihr seid also 3 Freundinnen und ihr macht regelmäßig Dinge zusammen oder ihr macht immer Dinge getrennt. Ich habe nämlich nicht so ganz verstanden, warum die eine Freundin nicht will, dass du mit der anderen Freundin befreundet bist. Weil eine Dreierfreundschaft ist es ja meiner Meinung nach nur, wenn man viel zu dritt unternimmt. Und bei 3 Menschen ist es nicht so selten, dass sich einer irgendwie ausgeschlossen fühlt. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass sich immer wer anders irgendwie ausgeschlossen fühlt. Von daher muss man eine Dreierfreundschaft wirklich mit viel Energie angehen, mit viel Kommunikation, immer wieder darüber sprechen, ob sich alle noch wohlfühlen. Ich gebe deiner Freundin also schon recht, dass eine Dreierfreundschaft nicht ganz einfach ist. Aber ich habe zum Beispiel auch über Jahre eine sehr, sehr tolle Dreierfreundschaft geführt mit Mädels, die ich sehr in mein Herz geschlossen habe. Wir sind jetzt nicht mehr so dicke befreundet, weil sich unsere Wege ganz einfach getrennt haben. Aber ich möchte trotzdem auch im Nachhinein nicht einen Moment missen, den wir zusammen hatten. Und für mich war das eine sehr, sehr wertvolle Freundschaft. Wenn deine Freundin 1, wie du schreibst, also beschlossen hat für sich, sie möchte keine Dreierfreundschaften führen, ist das meiner Meinung nach okay. Das kann sie für sich so entscheiden, dass sie eben mehr mit dir befreundet sein will und nicht mit der anderen oder umgekehrt. Was sie aber nicht entscheiden kann, ist, mit wem du befreundet bist. Sie kann nicht entscheiden, dass du alle anderen Freundschaften zur Seite schiebst und nur noch Dinge mit ihr unternimmst. Das liegt einfach nicht in ihrer Macht. Du musst entscheiden, mit wem du Zeit verbringen willst, wem du dich öffnen willst, wen du an dich rankommen lassen willst und wem du dich anvertraust. Und das ist ganz allein deine Entscheidung. Sie kann zwar für sich bestimmen, okay, ich möchte diese Dreierfreundschaft nicht, aber sie kann nicht bestimmen, dass Freundin 2 und du nicht mehr befreundet sind. Vielleicht schwingt da mit ihr so ein bisschen die Eifersucht mit, dass sie merkt, dass sie zwar mit dir eine super schöne Zeit hat, aber dass du auch regelmäßig dich mit Freundin 2 triffst und ihr auch eine tolle Zeit zusammen habt. Und das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Ich glaube, das kennt, glaube ich, jedes Mädchen so aus einer Freundschaft, dass man in so einem Zwiespalt steckt. Ich habe das gerade so mit Freundinnen, die in anderen Städten wohnen, weil ich eben dort nicht immer für sie da sein kann und nicht immer direkt um die Ecke wohnen und hinfahren kann, dass ich einerseits mir natürlich wünsche, dass sie nicht allein sind und dass sie auch dort Freunde haben und glücklich sind und nicht auf der Reservebank sitzen und warten, bis ich mich bemühe, mal wieder vorbeizugucken. Aber andererseits kenne ich auch das Gefühl, dass man innerlich so ein kleines bisschen ganz leise denkt, wenn die Freundin erzählt, dass sie totalen Spaß am Wochenende mit ihren Mädels hatte, dann ist man immer so ein bisschen, okay. Aber ich glaube, das ist normal und ich glaube, dieses Gefühl wird auch nicht so wahnsinnig stark, wenn man es kommuniziert. Und es allein mal auszusprechen, auch wenn es irrational ist und Gefühle sind einfach manchmal nicht erklärbar, aber es einfach mal auszusprechen entspannt unheimlich. Also wenn ihr so ein Problem habt, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, es einfach mal anzusprechen und die Reaktion des Gegenübers zu sehen und festzustellen, oh, wow, es geht ihr ja genauso. Whoops! Liebe Jeannie, und genau das würde ich dir auch empfehlen. Versuch erst im Kopf für dich klar zu machen, was du willst, aber ich habe es im Grunde aus deiner E-Mail schon rausgelesen. Du hast für dich entschieden, du möchtest mit beiden befreundet sein und demnach würde ich mich verhalten. Ich würde aber definitiv auch das Gespräch mit Freundin 1 suchen, denn du willst ja nicht verlieren und scheinbar geht bei ihr gerade so die Eifersuchtstour im Kopf rum. Von daher hilf ihr da so ein bisschen raus und sag ihr, pass auf, ich kann das verstehen. Wir müssen nichts zu dritt machen. Wenn du entscheidest, du möchtest mit ihr nicht mehr befreundet sein, ist das in Ordnung. Das musst du dann mit ihr klären. Ich habe für mich entschieden, ich will mit euch beiden weiterhin befreundet sein, weil ich euch beide unfassbar gern mag und
Punkt. Wenn sie eine richtige Freundin ist, wird sie das akzeptieren, denn keine Freundin der Welt verlangt von dir, nur noch mit ihr befreundet zu sein. Denn keine Freundin der Welt will, dass die eigene Freundin irgendwann in ihrem Leben irgendwie mal einsam ist. Ich will es nicht für meine Freundin. Ich wünsche jeder Einzelnen, dass sie unfassbar viele gute Menschen um sich herum hat, mit großen Herzen, die für sie da sind und sie glücklich machen. Und alles, was ich mir als Freundin dann wünschen kann, ist, dass ich einer dieser Menschen sein darf. Und das muss eben jeder für sich selbst entscheiden, mit wem er befreundet sein will, mit wem nicht. Aber lasst euch niemals von irgendwem sagen, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Gerade was Freundschaften angeht. Das ist eine Herzenssache und die entscheidet man ganz allein für sich selbst. Die zweite Frage kommt von Nils. Hallo. Er ist 26 und studiert und arbeitet gleichzeitig und scheint ziemlich erfolgreich in seinem Beruf zu sein, was ich irgendwie sehr beeindruckend finde von dem, was er so geschrieben hat. Aber die Arbeit und das Studium bestimmen zum großen Teil mein Leben. Meine Freundschaften haben sich bis auf wenige enge Freunde auf einen ganz kleinen Kreis reduziert. Das ist okay. Ich habe lieber 4 oder 5 gute Freunde als 40 oder 50 lose Bekanntschaften. Meine letzte feste Beziehung liegt mehr als 5 Jahre zurück und je länger ich Single bin, desto schwerer fällt es mir, mich wieder auf jemanden einzulassen. Meine Ansprüche steigen ins Unermessliche und jedes Mal, wenn ich wirklich mal eine Frau kennenlerne, die ich toll finde, dann stelle ich mich dermaßen blöd und unbeholfen an, dass nie mehr draus wird. Bei allen anderen scheint Kennenlernen und das Aufbauen von Nähe immer so spielend leicht zu funktionieren. Wenn ich mich mit jemandem unterhalte, dann bleibt das Gespräch immer nur an der Oberfläche. Und ich bin auch niemand, der seinem Gegenüber direkt bei der ersten Begegnung seine ganze Lebensgeschichte erzählt. Aber man kann doch nicht immer auf Nummer sicher gehen und bloß nicht so viel von sich preisgeben, oder? Ich habe das Gefühl, während ich im Büro oder zu Hause sitze und arbeite, läuft draußen vor dem Fenster im Sonnenschein mein Leben vorbei. Und wenn ich abends im Dunkeln rauskomme, dann habe ich alles verpasst. Nils, du altes Arbeitstier. Nein, zuerst mal wirklich vielen, vielen Dank, dass du dich mir anvertraut hast. Du hast unten geschrieben, dass du diese Dinge noch nie jemandem so offen erzählt hast. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar dafür, dass du das bei mir getan hast. Und ich fühle mich ehrlich gesagt sehr geehrt. Ich habe das Gefühl, was du da beschreibst, haben viele in ihrem Leben, dass sie das Gefühl haben, sie sind nur noch am Arbeiten, sind nur noch produktiv und tun ihre Pflicht sozusagen. Und das, was Spaß macht im Leben, eine Beziehung und Verliebtsein und Freunde und all dieses bunte Zeug, was auch zum Leben dazugehört, geht irgendwie an ihnen vorbei und hat irgendwie auch nicht viel mit dem zu tun, was sie in ihrem Leben spüren. Ich glaube, ich kann sehr, sehr gut verstehen, wie man in so eine Arbeitstiersituation reinrutscht, wo man plötzlich merkt, wow, ich kümmere mich tatsächlich nur noch um meinen Job und um nichts anderes mehr. Ich bin auch Kind meines Papas, der, ich glaube, der echt das größte Arbeitstier auf Erden ist. Und mir fällt es auch schwer, mich immer wieder daran zu erinnern, Arbeit ist nicht alles im Leben. Ich glaube, das große Problem bei Leuten, die dazu neigen, so arbeitstierig zu sein, ist auch, wenn sie einen Job haben, der ihnen Spaß macht, dass sie dann alles andere um sich vergessen und denken, wow, krass, ich habe schon wieder bis 23 Uhr gearbeitet, aber hey, es hat Spaß gemacht, und nicht darüber nachdenken, wie es dem Partner geht oder den Freunden und dass man sich so ein bisschen zu sehr einmauert in dem, was man tut. Jeder von uns setzt in seinem Leben Prioritäten. Ob wir das jetzt bewusst tun oder nicht, ist aber ganz irrelevant. Jeder von uns tut das, indem er sich für Dinge entscheidet und gegen andere Dinge entscheidet. Und ich würde niemals sagen, dass es generell schlecht ist, sich zu entscheiden, dass das eigene Leben sich komplett um die Arbeit dreht. Ich zum Beispiel habe eine sehr, sehr liebe Großtante. Ist das? Nee, ich glaube, es ist eher meine Großgroßtante. Die ist auch schon etwas älter und kommt aus einer Generation, wo es nicht unüblich für Frauen war, zu Hause zu bleiben und sich um die zahlreichen Kinder zu kümmern. Und sie hat für sich sehr früh entschieden, das möchte ich nicht. Sie hat für sich entschieden, keine Kinder zu bekommen. Und das finde ich gerade in der Generation sehr, sehr mutig, das für sich entscheiden. Und ich glaube bis heute, dass es die richtige Entscheidung war. Denn sie ist kein Mensch, der wahnsinnig gern mit Kindern zusammen ist. Sie ist niemand, der irgendwie sehr sozial ist. Sie selbst ist eher so ein sehr bedachter Mensch. Sie hat gerne ihre Ruhe. Sie kommt ab und zu mal aus ihrer Schale und dann ist es unfassbar schön, mit ihr zusammen zu sein. Aber ich glaube, am glücklichsten ist sie in ihrem Arbeitszimmer zu Hause und tut das, was sie eben am liebsten tut. Und ich finde, genau so sollte es sein. Jeder sollte für sich entscheiden, was ihn glücklich macht im Leben. Und dabei müssen wir wirklich lernen, dass es irrelevant ist, was andere dazu sagen. Denn die anderen führen nicht unser Leben, wir führen unser Leben. Und wenn wir nicht entscheiden, was gut für uns ist, wird es niemand anders tun und wir werden einfach nur so mitfliegen. Was ich aber aus deiner E-Mail lesen konnte, ist, dass du unbewusst in deinem Leben die Priorität Arbeit gesetzt hast und damit nicht glücklich bist. Und das, mein Lieber, ist schon der erste Schritt zu einer Veränderung, wenn man nämlich feststellt, dass man im eigenen Leben irgendwie nicht ganz glücklich ist, dass Dinge passieren, die einen nicht gut tun und die einen nicht glücklich machen. Es ist so wertvoll, dass du das festgestellt hast, denn ich glaube wirklich, es gibt sehr, sehr viele Menschen, bei denen rennt das Leben so an ihnen vorbei und irgendwie Ende 60 stellen sie fest, ey, Moment mal, ich wollte das alles gar nicht so, ich will eigentlich mein Leben ganz anders leben. Und dann noch was umzukrempeln, wird, glaube ich, immer, immer schwieriger. Von daher,
gib dir selbst schon mal einen Klopfer auf die Schulter, dass du festgestellt hast, dass da was nicht stimmt. Der zweite Schritt, und den hast du eigentlich auch schon selbst beschrieben, ist tatsächlich zu lernen, sich zu öffnen. Ich persönlich glaube wirklich, dass es fast nicht möglich ist, eine Freundschaft aufzubauen, eine wirklich gute Freundschaft, wenn man sich absolut nicht öffnet. Und die meisten Menschen, gerade so in der heutigen Zeit, haben wenig Geduld. Und wenn sie das Gefühl haben, das Gegenüber will sich nicht öffnen, dann lassen sie ab und gehen weiter und gucken nach dem nächsten Menschen. Was natürlich irgendwie brutal ist, wenn man darüber nachdenkt. Und es ist meiner Meinung nach auch so ein bisschen verständlich. Du hast selbst geschrieben, dass du ein guter Zuhörer bist, dass du die richtigen Fragen stellst und dass du gerne da bist für andere Menschen. Aber wenn du dir das Ganze mal andersrum vorstellst und dir vorstellst, dass du dich gerade öffnest und wirklich intime Dinge von dir erzählst, die du erlebt hast oder Dinge, die dich im Moment beschäftigen, und dein Gegenüber sitzt immer nur da und sagt, aha, und wie hat sich das für dich angefühlt? Kann das natürlich in einigen Situationen sehr, sehr angenehm sein, weil man das Gefühl hat, ich kann endlich mal erzählen, mir hört endlich mal jemand zu. Es kann aber auch klingen wie, erzähl mir mehr, ich will alles aus dir rausquetschen, aber ich werde dir von mir nichts erzählen. Und das ist ganz oft ein Punkt, wo sich Menschen zurückziehen und eher einen Schritt zurückgehen aus der Beziehung und sagen, ha, es ist mir irgendwie unangenehm. Freundschaft und letztendlich auch Liebe funktioniert nur, wenn sich beide Seiten öffnen und öffnen wollen. Und man muss sich wirklich nicht gleich beim ersten Treffen nackig machen und alles erzählen. Man muss diese Dinge nicht alle sofort erzählen, aber Stück für Stück sich zu öffnen ist furchtbar wichtig, um einfach Vertrauen von beiden Seiten zu schaffen. Ich weiß, auch da ist wieder super leicht gesagt, wenn einem das schwerfällt, zu sagen, hey, dann öffne dich doch einfach. Mensch, so schwer ist es nicht. Ich weiß, dass es ein super, super gruseliger Schritt ist, gerade wenn es dir schwerfällt. Es ist schwer für dich, es fällt dir schwer und das ist okay so. Und ich glaube auch, dass es normal ist, denn die Dinge, die man sich im Leben am meisten wünscht, die am buntesten sind, von denen man weiß, dass sie einen unfassbar glücklich machen, sind die mit dem gruseligsten ersten Schritt, den man sich irgendwie vorstellen kann. Und nur die Leute, die ganz tief einatmen und sich einen kleinen Moment sammeln und diesen ersten Schritt trotzdem gehen, obwohl er super beängstigend ist, das sind die Leute, die letztendlich Glück in ihrem Leben haben und die glücklich sind und die die Dinge erreichen, bei denen man immer daneben steht und denkt, wow, krass, sowas will ich auch mal können. Dein einfacher Wunsch nach Freundschaft und Nähe ist schon dein erster Schritt. Damit hast du schon sehr, sehr viel erreicht. Und jetzt musst du einfach für dich Wege finden, wie du deine Unsicherheit abbauen kannst und wie du lernen kannst, dich zu öffnen anderen Menschen gegenüber. Öffnen ist für viele Menschen super gruselig, denn öffnen bedeutet, ein Risiko einzugehen, verletzt zu werden. Und vielleicht bist du schon mal verletzt worden oder vielleicht auch nicht. Jedenfalls viele Leute, die mal so richtig mies verletzt worden sind, machen dicht und sagen, gut, dann vertraue ich jetzt niemandem mehr und öffne mich nie wieder. Aber wenn man das dann mal bedenkt, ist es nicht so richtig fair, denn wenn ein Mensch sich fehlverhält und ein Mensch dir das Herz bricht und ein Mensch etwas tut, was dich unfassbar verletzt, heißt es nicht, dass alle anderen Menschen auch abgeschoben werden. Da draußen sind so viele Leute mit einem großen Herzen, die Freundschaft suchen, die Liebe suchen, die ähnlich einsam sind wie du und vielleicht viele andere, die jetzt auch hier zugucken und die sich genau das wünschen, was du dir wünschst und denen es ähnlich schwerfällt. Von daher fühl dich auf keinen Fall allein damit. Ich glaube, es ist wichtig, die Balance zu finden zwischen ich liefere mich dir total aus vom ersten Moment an und dem, hey, ich sitze in deiner Mauer und du kommst nicht rüber, Für mich sieht eine Freundschaft so aus, dass man viel Spaß zusammen hat, dass man zusammen lacht, dass man zusammen weint, dass man auch in schweren Zeiten füreinander da ist und auch in freundschaftlich schweren Zeiten nicht einfach aufgibt, sondern kämpft für das, was man zusammen hat. Und für mich sind es auch Menschen, die mich sehr, sehr gut kennen und denen ich nicht mehr sagen muss, mir geht's gerade schlecht und schreien muss, sondern die das einfach wissen und daran erkennen, wie ich mich verhalte. Das Ding ist nur, dass das nicht zufällig alle Menschen sind, die hellseherische Fähigkeiten haben, sondern Menschen, denen ich mich anvertraut habe. Menschen, denen ich Dinge von mir erzählt habe, die viele, viele andere Leute nicht wissen und die deshalb genau wissen, wann ich was brauche, auch ohne, dass ich irgendwas sagen muss. Okay, mal so als Beispiel. Jetzt öffne ich mich euch mal so ein bisschen. Ich bin sehr, sehr seltsam, wenn es mir nicht gut geht. Sei es körperlich oder auch psychisch. Wenn es mir nicht so wahnsinnig gut geht, bin ich niemand, der dann eine Freundin anruft und sagt, hier, Hilfe, obwohl ich sehr, sehr gerne für Freundinnen da bin und fast traurig bin, wenn ich es nicht kann, weil sie sich mir nicht anvertraut haben. Aber ich kann das sehr schlecht. Ich kann sehr schlecht um Hilfe bitten. Und das heißt, meine Reaktion auf mir geht's nicht gut ist immer, ich ziehe mich zurück. Ich werde still, ich werde leise, ich spreche weniger, was vielleicht für einige Leute auch angenehm ist, keine Ahnung. Und ich melde mich weniger und weniger ausführlich als sonst. Und die Leute, die mich sehr gut kennen, die wissen, dass das ein Signal ist und sie genau dann anrufen müssen und sagen müssen, was ist los, meldest dich nicht, alles gut. Und die Menschen, die wissen es nicht, weil es vom Himmel gefallen ist, sondern weil ich es ihnen gesagt habe. Und das ist so angenehm, genau in dem Moment, wo man selber irgendwie in seinem komischen kleinen Ei hockt und ich sage nicht, diese Eigenschaft ist super, ich sage eher, das ist keine gute Eigenschaft, weil sie eher dazu führt, dass man sich irgendwie furchtbar einsam fühlt im Moment, wo es einem nicht gut geht.
Aber es ist so schön zu merken, dass ich Menschen in meinem Leben habe, die genau dann reagieren und die mich so gut kennen, dass sie genau dann anrufen und genau dann mir eine Nachricht schreiben und schreiben, ich hab dich gern, ich hoffe, du hast einen schönen Tag, weil sie einfach wissen, wie ich bin. Sowas kann man nur erreichen, wenn man sich öffnet. Ich weiß, es ist super gruselig und am liebsten würde man sich in seiner eigenen kleinen Schale verkriechen, aber Nils, um ganz ehrlich zu sein, das hast du lange genug gemacht. Hab aber nicht gleich von Anfang an riesengroße Ansprüche an dich und nimm dir nicht sofort vor, jetzt der offenste Typ der Welt zu sein und sofort allen zu erzählen, wie dein Leben so läuft, sondern üb ein bisschen. Nimm dir die Ruhe, nimm dir die Zeit und jedes Mal, wenn du jemanden Neuen kennenlernst, versuch einfach so ein bisschen daran zu üben und zu lernen. Und versuch dich jedes Mal so ein kleines bisschen mehr zu öffnen. Mir hat am Anfang sehr geholfen, mir so ein, zwei Anekdoten aus meiner Kindheit oder Jugend zurechtzulegen, die vielleicht witzig sind und die ganz gut zeigen, was ich für ein Typ bin. Mir hat es geholfen, einfach in den Momenten, wo ich dachte, oh Gott, Sprachbarriere, ich weiß nicht, was ich erzählen soll, ach du Scheiße, genau dann diese Geschichten rauszuholen und sie fast wie auswendig gelernt abzuspielen und damit irgendwie das Gespräch am Laufen zu halten. Vielleicht hilft dir das auch. Für mich war das damals sehr, sehr hilfreich. Mein Lieber, je mehr Gefühl du zulässt, je mehr du dich öffnest und auch wenn es nur ganz, ganz kleine Schritte sind, desto leichter wird dir das Ganze fallen. Das ist im Grunde, als würde man eine ganz, ganz schwere Tür aufmachen. Am Anfang denkt man, oh mein Gott, die wird niemals aufgehen, die ist abgeschlossen, ich krieg sie einfach nicht auf. Man muss aber dranbleiben und immer mehr schieben und am Anfang wird man nur so einen ganz kleinen Spalt hinkriegen und irgendwann geht es immer schneller und die Tür geht super weit auf und man fragt sich, warum sie jemals zu war. Viele, viele Leute vor dir haben sich genau das, was du dir in den Kopf gesetzt hast, auch in den Kopf gesetzt und warum soll es denen gelingen und dir nicht? Dafür gibt es keinen Grund. Ich glaube jedenfalls ganz, ganz fest an dich und ich finde deinen Schritt, sich überhaupt jemandem zu öffnen, auch wenn du mich gar nicht kennst, aber diesen Schritt zu machen, dich zu öffnen und diese E-Mail zu schreiben, dazu können sich ganz viele auch nicht überwinden, obwohl sie wissen, dass ich mit Informationen vorsichtig umgehe. Von daher kannst du dir dafür auf jeden Fall schon auf die Schulter klopfen. Das war vorhin kein Witz. Und ich wünsche dir wirklich das Allerbeste. Vielleicht sagt ihr euch jetzt, ich will auch Dinge in meinem Leben verändern. Ich will auch Dinge tun, die mein Leben verbessern. Da kann ich euch die Spring for Challenge, die ich bis heute nicht aussprechen kann, ans Herz legen. Da verlinke ich euch hier mal den Anfang. Da könnt ihr mit uns allen gemeinsam Veränderungen im Leben herbeiführen. Und wenn ihr sagt, nee, ich brauche einfach noch mehr Kaffeeklatsch, da verlinke ich euch hier mal einen random Kaffeeklatsch. Da könnt ihr euch überraschen lassen. Das ist ja letzte Woche sehr gut angekommen. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Kommt gut in die Woche und wir sehen uns im nächsten Video.